Okay, ist das richtig? Ja, das war auch noch richtig. Gut. Jetzt bleiben nur noch die hier übrig. Aber hier ist es jetzt allerdings etwas schwerer, glaube ich. Ich versuche mal Folgendes. Ich hoffe, die Kombination, die ich jetzt versuche, ist richtig. Also machen wir das hier auf. Nein, das war falsch. Ich hasse solche Reihenfolgen. Vor allem, man muss wirklich immer in dieselbe Reihenfolge öffnen. Das ist wirklich das geradezu miese in diesem Spiel. Ja, ich mache mich mal vom Acker. Da kannst du nichts gegen tun, Römer. Okay, erst diese Tür hier. Und die zweite erstmal auslassen, genau. Das heißt, wir machen erstmal die dritte. Moment. Achso, okay. Schon richtig? Dann machen wir erstmal Türe Nummer 3. Öffnen. Und dann Nummer 4. Danach muss ich mich wieder um 5 und 6 kümmern. Und danach wird es wieder etwas schwierig. Okay, mit der Zeit wird es verdammt knapp. Und zwar richtig knapp. So knapp, dass ich weiß, dass ich es wahrscheinlich nicht schaffen werde in der Zeit. Weil ich bestimmt noch einige Male daneben liegen werde. Aber ich versuche trotzdem noch mein Glück. Vielleicht kriege ich es doch noch hin. So, öffne dich. Gut, dass diese Fässer keinen Schaden machen. Oder machen die Schaden, wenn ich zu nah dran stehe? Ich will es nicht provozieren. Ich habe nämlich auch nicht mehr so viele Lebensenergie. Was natürlich schon etwas schade wäre, wenn ich jetzt wirklich tot gehen würde. Wobei, es würde nicht weiterhin stören unbedingt. Ich meine, ich habe ja sowieso genug Versuche, diese Tresore zu öffnen. 4 Stück wären es also noch. Die zweite Tür weiß ich jetzt auch nicht, wann ich die öffnen muss. Muss ich die jetzt einfach schon öffnen? Ich versuche einfach mal mein Glück mit der 7. Tür. So, vielleicht das richtig? Auch nicht. Okay, die Türen wären schon mal falsch. Na klasse. Also nochmal den ganzen Spaß und das wird mit der Zeit echt nicht mehr hinhauen. Das heißt, ich werde schon mein Leben verlieren. So viel steht schon mal fest. Das ist aber auch richtig mies. Das könnt ihr mir echt glauben. Die Reihenfolge erstmal herauszufinden, vor allem, wenn man unter Lebensknappheit landet, dann ist das noch etwas mieser, wenn ihr mich fragt. Weil, ja, wenn man jetzt beispielsweise nur noch dieses eine Leben hat und dann das Level nochmal machen muss. Ach, okay, wir lassen die Zeit ablaufen. Und ich werde die Tresore mal soweit aufmauern. Ich weiß, die Zeit ist abgelaufen. Soweit aufmauern, wie ich gekommen bin. Das heißt, dass ich die ersten 5 Tresore öffne. Und dann sehen wir uns gleich nochmal an den Punkt wieder, um euch ein bisschen Zeit zu ersparen. Weil es wird bestimmt auch ein bisschen langweilig für euch. Deswegen bis gleich. So, das wäre schon mal soweit geschafft. Und jetzt muss ich nur noch zusehen, dass ich irgendwie herausfinde, welches Tresor das nächste ist. Ich versuch's mal mit den dritten von dieser... von den restlichen 4. Auch falsch. Ach Mensch, das gibt's doch nicht. Na, dann wollen wir mal sehen. Vielleicht ist es doch das letzte Tresor, welches ich aktivieren muss. Oder verbrennen muss oder explodieren lassen muss. Und ja, okay, es ist das letzte. Jetzt muss ich nur noch mit diesen 3 Tresoren hier rumspielen. Na klasse. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Versuchen wir es mal von rechts nach links. Vielleicht habe ich damit ja Glück. 26 Sekunden habe ich noch. Oh Gott, das wird knapp, Leute. Also wenn das jetzt auf jeden Fall schief geht, dann werde ich wieder ein Leben verlieren. So viel steht fest. Also in dieser Schweizer Bank werde ich meine längste Zeit hier bauen. So viel kann ich euch sagen. Okay, versuchen wir es mit der dritten Tür diesmal. Ich gebe mir Mühe, ja, sie zu schieben. 2 sind es noch. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass es wirklich dann auch noch die rechte Tür ist und dann die linke und dann Türe Nummer 2. Wenn ich damit falsch liege, dann werde ich es ja merken. Ich hoffe einfach mal, dass das wirklich so gemacht wurde. Ach, bitte, 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 lass es geschehen. Okay, nein, 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 nein. Darüber schieben. So. Und dann beten wir, dass es funktioniert. Yes, nur noch 2 Türen. Oh, bitte, lass es die richtige Tür sein. 12 Sekunden noch, scheiße. Ich muss mich beeilen. Okay, ich habe nicht mehr viel Zeit zu verlieren. Komm schon, Asterix, mach ein bisschen hin. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wenn wir das noch schaffen wollen. Oh Gott. Das wird jetzt richtig knapp. Na, ob ich schaffe, mag ich jetzt irgendwie zu bezweifeln, aber drück mir die Daumen. Ja, es ist die richtige. Okay, Leute. Jetzt nur noch ein Tresor. Nur noch ein verdammter Tresor. 5 Sekunden habe ich noch. Oh Gott. Oh Gott, wo ist das Fass? Da ist das Fass. Verschwinde rüber, bitte. Ich habe keine Zeit mehr. Scheiße, scheiße, scheiße. Das wird nichts.
Das wird nichts. Das ist so ärgerlich. Oder, oder? Schock, komm, komm, komm. Explodier richtig. Bitte, 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 bitte. Yes! In der letzten Sekunde. Wow, ist das geil. Bravo, der Safe-Schlüssel gehört jetzt dir. Ich danke dir. Puh. Das nenne ich aber wirklich in der allerletzten Sekunde. Boah, so knapp hatte ich das echt noch nie. Puh. Oh, davon muss ich mich echt erstmal erholen kurz. So, okay, ich glaube, das reicht erstmal. Gut, wir sind bereit für Griechenland. Level 1. Wassermelone. Achso, Griechenland war berühmt für die Wassermelone. Na gut. Wissen wir Bescheid. Okay. Wir haben einen Typen mit Lorbeerkranz auf dem Kopf. Spulte dich, um an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Denn die Athleten aller Länder haben bereits mit einem harten Training begonnen. Besonders die Römer. Warum müssen die auch mit teilnehmen? Naja, und warum? Warum gerade einen harten Training? Ah, es geht schon los. Wir sind direkt an dem Piratenhafen. Da fängt ja schon mal gut an. Naja. Der Piratenhafen auf dem Super Nintendo ist etwas brutaler. Aber da ist die Musik auch etwas toller, finde ich. Aber, warum gibt es eigentlich in Griechenland hier Piraten? Na, an dieser Stelle kann ich ja mal meine griechischen abstammigen Zuschauer auch mal grüßen. Ja, falls ich solche überhaupt habe. Ja, dementsprechend, ich werde das nicht überleben. Ich will einfach hier ein freundliches Länderbegrüßungskomitee abhalten oder so ähnlich. Ich werde von seinem Bogen bestimmt jetzt erschossen. Nein, ich kann mich vernünftig ducken. Aber der kommt ziemlich mies auf mich zugerannt. Gibt es hier irgendwo Melonen? Wassermelonen? Oder andere Melonen? Na gut, so, am besten ich sollte wirklich danach Ausschau halten, wenn ich das hier überleben soll. Tja, will. Ich sollte auch vielleicht noch nach Sternausschau halten. Und noch ein paar Leben zu ergattern. Das wäre auch nicht verkehrt. Ei, okay. Das ist scheiße. Na, auf jeden Fall muss ich schon wieder hoch. Und dann sollte ich nochmal links gucken, weil links habe ich jetzt nichts mitgenommen und da war eine Wassermelone. Komme ich da überhaupt alle rüber? Nein. Okay, Leute. Ich werde nochmal zurücklaufen müssen. Mit einem Weitsprung. Der mich einfach mal tötet. Warum ist in diesem Teil das so, dass man durch einen Fall stirbt? Das war beim Super Nintendo Teil nicht so und ich kann mich da irgendwie nicht dran erinnern, dass das jetzt beim Game Boy auch so war. So einfach habe ich das Spiel schon wieder verdrängt, aber so war der Sprung doch gar nicht. Aber daran sieht man, nicht jeder Videospielcharakter ist unbedingt den Sprung von jeder Höhe oder überlebt den Sprung von jeder Höhe. Was RPG-Charaktere natürlich immer schaffen. Ja, Final Messenger 13, falls du dir dieses Let's Play anschauen solltest, hier wirst du Zeuge, dass nicht jeder Charakter wirklich so einen tiefen Fall überlebt. Vorhin, der war noch nicht mal wirklich tief. Also wirklich. Ja, was soll's. Okay. Soweit, so gut. Ich habe keine Leben mehr. Das heißt, wenn ich jetzt einmal tot gehe, dann war es das schon wieder. Wenigstens habe ich das Passwort für Griechenland und kann dann auch da wieder starten. Deswegen macht mir das jetzt nicht so viel aus. Das mit den Tresoren war schon schwer genug, finde ich. Vor allem sehr knapp. Aber immerhin, ich hab's überstanden. So. Okay, komm her, du dummer Rabe. Der ist echt mies, den zu treffen. Deswegen, Moment, ich mach... Okay, ein Powerschlag. Hätte ich auch machen können. Das finde ich auch schon beim Super Nintendo Teil etwas besser, dass man mal die Tresore nicht mit einer Bombe aufsprengen muss. Dort muss man wirklich den Superschlag benutzen. Ja, das ist auf jeden Fall etwas besser. Und da kann man die, glaube ich, wirklich in einer x-beliebigen Reihenfolge öffnen. Naja. Aber wenigstens haben sie hier dran gedacht, einen etwas höheren Schwierigkeitsgrad noch einzubauen. Wenn der Rest der Level schon etwas einfach ist. Naja. Dafür haben die sich von Infogrames hier gedacht, dass man wahrscheinlich sich die Mühe macht, hier wirklich alle Sterne zu finden. Was ich eigentlich auch vorhatte. Zwei Sterne sind es nur noch in diesem Level. Hoffe ich mal, dass ich die noch auch noch finde. Aber ich wollte auch noch ein bisschen auf die Asterix-Sachen hier eingehen. Beispielsweise noch auf die Filme. Wer von euch hat eigentlich alle Asterix-Filme geguckt? Beispielsweise auch Asterix und Obelix bei den Olympischen Spielen, die Realverfilmung. Ich habe sie leider nicht gesehen, deswegen weiß ich auch nicht, wie die ist, die Realverfilmung von den Olympischen Spielen. Würde mich mal interessieren, was ihr zu dem Film sagen würdet. Aber die anderen Realverfilmungen, also Asterix Sieg über Caesar und Mission Cleopatra,
Die fand ich eigentlich ganz in Ordnung. Die haben mir wirklich gefallen. Vor allem auch wirklich, dass sie es wirklich originalgetreu den Comics gehalten haben. Das finde ich, haben die echt schon genial gemacht, aber es wäre schon ein bisschen schade, wenn sie es nicht gemacht hätten. Deswegen die Cartoons, also die Zeichentrickfilme von Asterix und Obelix, die fand ich auch schon sehr genial. Wie beispielsweise Asterix den Gallier, ich habe nicht mehr viel Zeit. Asterix, gegen Kleopatra? Nein. Doch. Nee. Hä? Nein. Asterix erobert Rom? Was gab's denn noch? Asterix und Kleopatra hieß es, genau. Naja, machen wir erstmal die Bonusrunde hier. Welche Verfilmung gab's denn noch? Asterix bei den Briten? Sieg über Caesar? Jetzt muss ich gerade echt überlegen. Bei, nee, ja, Asterix in Amerika? Oh Gott. Es gibt so viele Asterix-Zeichentrickserien. Und ich glaube, ich habe alle gesehen, bis auf bei den Wikingern. Welches ja, naja, so alt ist es noch nicht. Also es ist eines der neueren Asterix-Zeichentrickfilme und die habe ich wirklich leider noch nicht gesehen. Naja, jetzt haben wir hier mit den, ja, Athleten zu tun, die hier ein bisschen üben. Ja, hier beispielsweise übt sie einen Kugelstoßen. Eine Disziplin, die hier sowieso nicht drankommt. Ah, Römer in Gebüschen.